Das Spiel habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben eigentlich das Spiel von A bis Z dominiert. Also ich hatte keine Minute Angst, dass wir irgendwas anbrennen lassen. Also hochverdienter Sieg, aber wir wissen, dass es ein komplett anderes Spiel wird jetzt am Betzenberg. Die Mannschaft hat vor allem gegen Mannheim, wie ich das Spiel gesehen habe, sehr, sehr gut gespielt. Wurden dann nicht belohnt eigentlich. Am Schluss muss mindestens ein 1-1 herausschauen am Schluss. Aber wir sind gewarnt. Wir müssen natürlich an unsere Leistungsgrenze gehen. Und wenn wir das machen, dann bin ich total überzeugt, dass die 3 Punkte mit nach Elversberg nehmen. Die Reserven sind noch groß weiterhin bei uns. Wir haben gut gearbeitet in der Vorbereitung, deshalb auch die Trainingssteuerung ist natürlich jetzt am Ende ein bisschen anders. Das macht aber der Trainerstaff. Also wir trainieren ein bisschen anders, nicht mehr viel Kondition und so weiter, aber ist eigentlich ganz normal. Aber am Sonntag sind wir wieder topfit, werden laufen und also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass wir da nicht fit sind. Wie ich schon immer gesagt habe, nach vorne geht bei uns immer was. Wir müssen einfach schauen, dass wir gut kompakt stehen, in der Defensive gegen den Ball alle sehr gut arbeiten, wie wir das jetzt gegen Hoffenheim überragend gemacht haben. Und wenn wir das gegen Lautern auch umsetzen, dann werden wir die 3 Punkte mit nach Elversberg nehmen. Ja, ich habe ein paar Spiele gesehen, ganz klar. Nur ja, momentan intensiv eigentlich eher mit meiner Mannschaft beschäftigt. Ja, wir müssen ungefähr wissen, was personell auf uns zukommt. Ja, da wird es mit Sicherheit auch davon abhängig sein, was der Kollege in der Zweitligamannschaft macht, ja, wenn er vielleicht in die Mannschaft schickt. Ja, darauf bereiten wir uns vor. Vom System wird sich nicht viel verändern. Ja, ob mit zwei Spitzen, ob mit einer Spitze, im Zehner dahinter. Also da sind wir darauf vorbereitet. Für mich geht es um das, was der Marco gesagt hat, die Mannschaft so aufzustellen, dass wir wieder diszipliniert sind, dass wir auch geduldig sind. Und da haben wir am Sonntag ein richtig gutes Spiel gemacht, in meinen Augen. Es war hochverdient. Ja, am Schluss noch, klar, wie so ist, musste nochmal verteidigen. Aber da in Hoffenheim so ein Spiel hinzulegen, auch jetzt in der Saisonphase, das war schon gut. Ja, das war im Kollektiv ein richtig guter Auftritt. Und das gefällt mir momentan an meiner Mannschaft sehr gut, dass man das Gefühl hat, ja, man gönnt sich untereinander was, man hat natürlich auch Härtefälle, ja, trotz kleinen Kader momentan. Aber man hat bei uns einfach ein Gefühl im täglichen Miteinander. Es geht nicht unbedingt um den Trainingsplatz, aber so wie wir zusammen die Zeit verbringen, wenn wir unsere Arbeit verrichten, dann hast du einfach ein gutes Gefühl. Es ist zielführend und ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir das am Sonntag auf den Platz kriegen, dann gewinnen wir da auch. Also wir hatten sehr, sehr gute Bedingungen, ich weiß auch nicht warum, da auf der französischen Seite vielleicht auch jetzt Glück gehabt im Ende, Mitte Dezember. Außerdem muss ich auch sagen, wir haben mit dem Michel Wagner da jemanden in Frankreich sitzen, der mittlerweile auch ganz tief verwurzelt ist mit dem Verein hier, da ist was entstanden, der gibt Gas, der macht alles, da wird wir gute Bedingungen haben, ja, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, diese Woche war für mich perfekt, also um die Jahreszeit, guter Platz, ja, wir konnten gut trainieren, ein paar Inhalte, ja, Marco hat es auch gesagt, jetzt geht es nicht darum, groß noch irgendwo zu feilen, Taktik zu feilen, sondern jetzt geht es darum, die Jungs bei Laune zu halten, ja, und ein bisschen Spaß reinzukriegen und dann aber spätestens ab heute Nachmittag wieder ja, auch ja, gewisse die Dinge zu erarbeiten, wie wir am Sonntag auftreten wollen. Nein, haben die Woche alle trainiert, gestern 3 Jungs mal rausgenommen, weil wir da ja, Rückmeldung bekommen haben, dass der eine oder andere momentan natürlich auch ein bisschen müde ist, aber das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir werden heute wieder alle einsteigen und bis auf Markus, der eine 5. gelbe Karte hat, bekanntlich, werde ich den Kader zur Verfügung haben, den ich auch in Hoffenheim zur Verfügung hatte.